Ja, hallo Leute. Heute noch mal ein kleines Med-Update. Es hatten ja einige danach gefragt, wie es denn meinem Med so geht. Und ja, wie der Zufall so will, wollte ich das heute tatsächlich auch machen. Euch einfach mal informieren, wie der Med geworden ist und ja, wie ich im Grunde zu diesem Ergebnis hier gekommen bin. Ja, und das gibt's jetzt im Video. Viel Spaß damit. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie man selber Med machen kann. Und wer das Video noch nicht gesehen hat und sich für das Thema interessiert, der kann ja einfach mal unten in die Videobeschreibung gehen, sich das Video vielleicht nochmal anschauen. Ich finde das auch nicht schlecht, wenn man hier auf dem Kanal vielleicht mal was fernab von Waffen hat. Falls es dich nicht interessiert, gib mir bitte keinen Daumen nach unten, sondern klick das Video halt einfach weg oder so. Aber ich glaube, einige fanden es halt auch ganz spannend, das selber mal zu machen, Med. Und ja, hier habe ich schon das nächste angesetzt übrigens. Das ist ein Apfelwein, den ich angesetzt habe. Und ja, als der Met dann im Grunde fertig vergoren war, sah der auch genauso aus. Und ich habe es ja vor dem Intro schon gezeigt. Das Ergebnis sieht dann so aus. Also ein wirklich schöner goldener Met ist das geworden. Ja, wie habe ich das gemacht? Im Grunde relativ einfach. Also wir haben ihn erstmal schön gären lassen und haben uns da auch schön viel Zeit beigelassen. Also so ein bisschen Geduld ist da schon wichtig. Ja, und dann haben wir den Met zwischendurch auch immer umgefüllt. Also es ist ja so, dass wenn das Ganze gärt, dann stirbt ja auch Hefe ab bei dem Gärprozess. Das setzt sich dann unten am Boden des Behälters ab. Und da muss man natürlich ab und zu mal eben umfüllen in einen neuen Behälter und dabei natürlich darauf achten, dass die Hefe, die unten ist, natürlich nicht mit in den neuen Behälter kommt, denn die wollen wir ja nicht haben. Die ist dem Geschmack ja nicht so zuträglich. Und da hab ich hier ein kleines Utensil gekauft. Das habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt bei dem Apfelwein beim Umfüllen. Das ist wirklich eine klasse Geschichte. Das wird einfach in die Flasche gesteckt und hier unten ist eben so ein Stopfen. Da kann nur von oben was reinfließen. Das heißt natürlich, wenn man dann umfüllt, ja, also einfach ansaugen, so wie wenn man Benzin klauen würde, ne? Like, wer es kennt, ja, dann fließt eben nur die Flüssigkeit rein und das, was am Boden ist, der Bodensatz wird eben nicht mit hochgezogen. Also super Geschichte, wenn man das Ganze umfüllt, kann ich echt empfehlen. Packe ich auch in die Videobeschreibung mit rein, kostet nicht viel, kriegt man bei Amazon. Ist eine wirklich gute Geschichte, muss ich sagen. Ja, der nächste Schritt, nachdem ich das ein paar Mal umgefüllt habe, war dann ja, den Met mal zu probieren. Wie wird er denn? Das habe ich dann auch gemacht und er war schon gut, aber er war mir persönlich zu herb. Also es war ja durch die Hefe, die ich verwendet habe, war doch schon. Ja, also die hat schon ordentlich Alkohol produziert und dadurch ist das Ganze natürlich sehr herb geworden. Ich habe den Alkoholgehalt zwischendurch auch gemessen. Der lag so bei 12 bis 13%. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Met dann erstmal haltbar gemacht, als die Gärung abgeschlossen war. Und zwar mit ein bisschen Schwefelpulver. Das kann man auch bei Amazon kaufen. Da muss man mit der Dosierung ein bisschen vorsichtig sein. Denn ja, hinten ist angegeben 10 Gramm auf 100 Liter und da ich nur so 4,5, 4 Liter so um den Dreh hatte, musste man natürlich ja sehr genau gucken. Da ist es praktisch, wenn man Drogendealer ist und eine Feinwaage hat, dann kann man das Ganze nämlich sehr genau dosieren. Ich hatte jetzt keine Feinwaage, weil ich halt nicht mit Drogen deale und auch kein Widerlader bin oder so. Und deswegen habe ich halt es im Grunde so gemacht, ich habe eine Messerspitze reingegeben, ne? Also erst mit Wasser ein bisschen aufgelöst und dann eine Messerspitze von dem Schwefelpulver da rein und dann hat es auch ganz gut funktioniert. Also ich denke, das war schon ganz richtig. Das kennt man übrigens, wenn ihr im Supermarkt mal auf den Wein guckt, dann ist es so, dass bei einigen Weinen da eben draufsteht, enthält Sulfite oder auch bei bestimmten Säften oder so. Und das ist eben genau diese Art der Haltbarmachung. Das ist eben Schwefel, ne? Schwefelpulver, also der Wirkstoff ist Kaliumdisulfid, ja? Und das ist eben so antibakteriell, dass es unsere Lebensmittel eben auch haltbar machen kann. Dann ist natürlich die nächste Frage, ne? Der Met, den ich angesetzt hatte, der sah im Grunde genauso aus wie der Apfelwein jetzt hier, also von der Trübung her. Ja, ich hatte ja auch in den Met ein bisschen Apfelsaft mit reingegeben und dann sah das genau so aus wie jetzt hier der Apfelwein. Wie bin ich denn dann hier zu diesem Ergebnis gekommen, dass das so schön klar wird? Ja, ich habe mir tatsächlich in geistiger Umnachtung freitagsabends die Mühe gemacht und habe den gesamten Met beim Abfüllen durch so einen kleinen Überlebensfilter hier gepresst. Das ist ja aus dem Survival-Bereich, also so ein Outdoor-Ding. Wenn man mal draußen Wasser trinken will, dann kann man das mit so einem Filter halt filtern und das filtert halt schon ganz gut, sage ich mal, bestimmte Sachen raus. Hat 0,1 µ oder Mikron, ne? Also das ist die Filterkörpergröße,
Größe, die Größe der Poren, also sehr, schon sehr engmaschig. Das war super anstrengend, weil ich das immer hier mit diesem Beutel machen musste. Da geht halt nicht so viel rein. Und ich hatte dann am nächsten Tag auch Muskelkater hier im Brustbereich. Es war also super ätzend. Und für das nächste Mal, falls ich sowas nochmal machen werde, habe ich mir so einen größeren Filter hier bestellt. Damit geht das sicherlich leichter. Der hat nämlich eine Handpumpe. Ja, also dürfte besser sein. Ja, und das Filtrieren, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie geschmacklich einen Einfluss hat. Das, keine Ahnung, vielleicht ist es so, dass wenn man es nicht filtriert, das vielleicht noch irgendwie intensiver schmeckt. Ja, wenn ich beim nächsten Mal den Met ansetze, dann mache ich das mit dem Filtrieren vielleicht einfach mal nicht, um das mal auszuprobieren, wie das ist. Und ja, dann einfach mal vergleichen so, ne? Vom Geschmack her muss ich sagen, ist der hier wirklich super geworden. Also fürs erste Mal, ich war total überrascht. Schmeckt mir wesentlich besser als den, den man so kaufen kann. Also hier so, weiß ich, Beerenmet oder was es da alles so gibt, ne? Der ist mir immer viel zu süß vom Geschmack her. Und der hat hier, der ist wirklich relativ trocken, hat aber so eine leichte Süße eben durch den Honig, den ich noch dazu gegeben habe. Ja, damit habe ich das ja nachgesüßt, ne? Und das muss ich sagen, war wirklich eine super Geschichte. Also es ist ganz toll geworden. Ich habe den auch weiter verschenkt an einige, also Chris und Rainer von Hedetektik haben natürlich ein Fläschchen bekommen. Und dann habe ich den auch noch an, ich weiß nicht, ob ihr den Arnulf noch kennt, mit dem war ich mal in Berlin vor, ja, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Jahren oder so, da waren wir bei den Video Days in Berlin. Der macht so im Mittelalterbereich Musik und ja, Schauspielkunst, also er ist halt so in diesem Mittelalter-Ding drin, macht das auch hauptberuflich und hat auch einen sehr gut gehenden Twitch-Kanal. Und ich habe mir gedacht, der Arnulf, der kennt sich ja bestimmt besser aus. Ich verlinke euch Arnulf natürlich auch noch unten in der Videobeschreibung, dass ihr euch den mal anschauen könnt. Das ist wirklich ein super cooler Typ. Und dem habe ich das Met einfach mal geschickt von mir. Er soll das bitte mal kosten, weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ne? Schmeckt Met gut oder schlecht oder nicht oder wie oder was? Ne? Ich kann es einfach nicht einschätzen und ich glaube, er ist da wirklich, weil er da, denke ich, auch mal ein bisschen mehr Erfahrung hat und vielleicht auch schon mal unterschiedliche Sachen probiert hat, einfach der bessere Costa oder so, weißt du? Also ich denke, das ist auf jeden Fall besser, wenn er das mal macht und vielleicht mir mal sagt, ob das jetzt ein akzeptabler Met ist oder ob das halt totaler Müll ist oder ob das auch sogar ganz gut ist. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, dann habe ich, wie gesagt, noch einen Apfelwein aufgesetzt. Ist auch relativ einfach selber zu machen. Braucht dann in den Supermarkt gehen, Bio-Apfelsaft kaufen, der halt ja, nicht konserviert ist. Und dann könnt ihr da im Grunde Hefe reinkippen, ne? Ein bisschen Geduld mitbringen, auch immer wieder halt umfüllen, um halt unten die Hefereste loszuwerden. Ja, und dann kann man das eventuell noch ein bisschen nachsüßen mit Zucker oder so und dann abfüllen. Auch natürlich wieder ein bisschen haltbar machen, wenn man das möchte, mit dem Schwefelpulver. Und dann hat man einen leckeren Apfelwein. Und wenn der jetzt hier abgefüllt ist, das werde ich jetzt so in den nächsten 2 Wochen irgendwann machen, danach setze ich auch nochmal wieder ein Met an und dann werde ich auch mal ein bisschen mit den Zutaten spielen, also mal einen hochwertigeren Honig nehmen. Ich hatte ja wirklich bei dem ersten Ansatz den billigsten Honig aus dem Supermarkt genommen, den ich so kriegte. Und ich habe aber gesehen, hier gibt es vor Ort einen Imker, der macht Bienenhonig hier aus der Umgebung. Da kostet das Glas 5 Euro, das finde ich in Ordnung. Und mal gucken, wie das dann so wird und vielleicht filtriere ich den dann, wie gesagt, auch mal nicht und wir schauen einfach mal. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war schon zum Met-Update. Ich kann jetzt halt leider dir nichts irgendwie zur. Ich kann dir halt nicht irgendwie sagen, wie es jetzt genau schmeckt, weil, ja, wie soll man das beschreiben, einen Geschmack, weiß ich nicht. Auf jeden Fall trotzdem danke für die Aufmerksamkeit, dass du dir das hier angeguckt hast. Und ich kann jedem empfehlen, mach es mal selber. Es macht wirklich Spaß. Es ist halt sehr geil. Man nimmt im Grunde ein paar Zutaten, kippt Hefe rein und daraus wird wirklich ein trinkbares, leckeres, alkoholisches Getränk. Faszinierend. Tschö mit Ö, ciao Kakao, hau da rein, bis nächste Woche. Ciao.